Hey ho Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Supraland. Und zwar haben wir ja beim letzten Mal hier eine richtig coole grüne Waffe bekommen. Diesen Translokator. Damit können wir uns immer zu dieser Kugel hin teleportieren, was ich eine richtig, richtig coole Sache finde. Jetzt haben wir hier das Rohr beim letzten Mal aufgemacht. Da sehe ich jetzt noch hier einen Knopf. Den habe ich beim letzten Mal nicht gesehen. Hallo, was machst du? Oh. Ah. Da haben wir das Ding hier durchgebrannt. Also kann man das doch durchbrennen. Das ist eine feine Sache. Und wenn wir gerade schon dabei sind, kann ich mal gucken, ob das hier mit der Kugel funktioniert. Kann ich eine Feuerkugel aus dir machen? Jawohl, kann ich. So, dann brennt das Ding da hinten jetzt mal aus. Das heißt, hier wollen wir hin. Aber erst will ich wissen, was da drüben war. So, zack. Okay. So funktioniert der Translokator. So, jetzt ist da oben frei. Will wissen, was da ist. So. Dazu. Ach, falsche Waffe. Fertig, wollte ich. Näher hin. So. Was haben wir hier für ein Geheimnis? Halbe Abklingzeit. Das ist gut. Abklingzeit halbiert. Das ist eine feine Sache, weil das ist tatsächlich echt so ein bisschen langwierig, bis das Ding zum Aufladen braucht. Zack. Zack, und wir sind wieder dran. So, alles klar. Oh Gott. Blaster her. Wir kriegen hier gleich Besuch. Hallo? Kommst du? Kommst du nicht? Okay, hier brauchen wir wieder einen Schlüssel für. War ja klar. Und da, um das zu lösen, müssen wir hier, glaube ich, erstmal den hier... Hallo? Kommst du raus? Ich weiß, dass du da bist. Ich wusste doch, dass du kommst. So. Wenn man nah genug dran steht, kann man die recht fix töten. Wenn es halt nur aus einem rauskommt. So. Magst du auch gleich? So, bisschen Abstand, genau. So, da haben wir euch schon mal weg. So, da hinten war jetzt, glaube ich, noch einer. Ach du, der ist ja schon draußen. Und erwischt hat er mich auch. Aber ist egal. Das haben wir durch. So, pass auf. Hier führen zwei Kabel hin. Ach, damit kriegt man das Tor auf. So. Dann müssen wir jetzt so erstmal gucken, dass wir dann nach oben kommen. Ja. So. Alles klar. Damit kriegen wir das eine auf. Und damit das andere. So, somit ist beides offen, aber... Wenn ich hier runtergehe, zack, ist das etwas doof. Also muss ich etwas finden, womit ich Gewicht herstellen kann, dass ich das da oben drauflegen kann. Haben wir hier irgendwelche Steine oder irgendetwas anderes? Warte mal. Reicht mir der Translokator? Vom Gewicht her, meine ich. Um da eine, wenn ich da eine Kugel drauflege? Naja. Ach, nein, nicht zu früh stoppen. Muss schon drüben ankommen. Naja. So. So, Translokator. So. Okay, die Kugel reicht nicht. Aber mir ist gerade auch was anderes aufgefallen. Hahaha. Ha, ha, ha. Wir können das mit der Kugel trotzdem machen. Und zwar müssen wir aber... Genau hier. Warte mal. Kugel weg. So. Genau, das aktivieren und los geht's, Kugel. Die lassen wir einfach da reinrollern. So ganz gemächlich, ohne Probleme. Roller, 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 roller drin. Zack. Und wir sind da. Uiuiuiui. Okay, ihr seid gar nicht so schlimm. Nicht mehr zumindest. So, wo sind wir jetzt? Alles klar, hier das Ding müssen wir noch verbrennen. Und hier können wir dich aktivieren. Komm, aktivieren. Alles klar, da fließt jetzt Lava. Dann machen wir hier eine Feuerkugel drauf. Zack, bumm, und dann brennt das weg. Und da haben wir auch noch was zum Wegbrennen. So, Hallöchen. Hi. So, aus irgendeinem Grund kommen diese Fliegen mit Lava viel besser klar als mit Wasser. Ah, gut zu wissen, die kommen damit klar. So, alles klar. Das heißt, wir können die
einfach mal hier rüber locken, indem wir das so mit dem verbinden, oder? Jawohl, da kommen sie entlang. Eieiei. Okay, die kommen damit auch klar. Die Skelette. Oh, ziehst du weg. Aua, jetzt habe ich doch noch eins auf den Deckel gekriegt. So, pass mal auf. Wollte jetzt eigentlich... Warte mal. Machen wir mal so. Oder. Jup. Daher. So. Dann. Das da verbinden. Dann gehen die hier rum. Das ist schön. Und dann kann ich dich dahin verbinden. Und dann kommt ihr da rum. Oh. Bist du weg? Was das? Und noch mehr? Nö. So, das heißt, die muss ich jetzt hier irgendwo noch weiter hier reinlocken. Dann machen wir den Cube hierher noch. Dann kann man dieses Stück für Stück hierher locken. Ich weiß zwar nicht warum, aber es scheint wohl notwendig zu sein. So, so hin. So. Ich sehe nichts. Okay, hier ist nichts. Das Ding muss ich noch irgendwie verbrennen. Aber wie mache ich das? Wie soll ich um die Ecke verbrennen, sag mal? Hier, was haben wir nach oben? Ah, lass mal gucken. Irgendwie müssen wir ja hier das Ding verbrennen, ne? So, wir haben hier noch nach oben. So. Jetzt haben wir die da oben. Und dann? Weil irgendwie... So, das muss ja verbrannt werden, ne? So, ergo brauchen wir hier ja eine Möglichkeit. Warte mal. Wie viel Reichweite hat denn das Ding? Okay, so viel Reichweite hat es nicht. Halt. Ich habe mir gedacht, dann kann ich vielleicht so einen Umlenkstrahl machen. Aber das geht offensichtlich nicht. Aber hier ist sonst noch irgendwas zum Festmachen. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt funktioniert, was ich mir da gerade denke. Und zwar, dass man hier... Haben wir da oben was? Ja, ja, hallo. Ja, ja, das hat... Ach. Pass auf. Das Ding muss durchs Lava. So. Weil dann machen wir hier Feuerfliegen raus. So. Einmal dahin. Kommt mal wieder rüber. Okay, das funktioniert nicht, weil die sind schon da hinten. Also müssen wir euch nochmal nach unten locken. So. Pass mal auf. Ihr kommt mal bitte nach unten. Danke. Und dann kommt ihr nach darüber. So. Eis. Hallo? Magst du nicht? So, versuchen wir es mal so. Wie nah kommt ihr da eigentlich hin? So. Weil, kann ich die euch da wirklich schön entzünden? Ja. Nö. Warum nicht? Weil hier durch das Lava kann ich keine Verbindung durchmachen, oder? Doch. Yeah! Feuer! Ich habe Feuer gemacht! So, alles klar. So kriegen wir die hier natürlich nach hinten gelockt. Um dann hier das Ding zu verbrennen auch. So, das einmal nach oben. Und dann dürft ihr hier nach unten hin. Und dann könnt ihr das durchbrennen. Danke. Wusch, und da war's weg. Ein Geheimnis. Was haben wir hier? Oh, Schusskraft verdoppelt. Das ist schön. Das heißt, wir können hier drüben, da habe ich schon gesehen, da ist nämlich frei. So, hier oben durch, oder? Oder auch nicht. Oder kann ich hier auf eine Zwischenebene... Lass mich doch mal was sehen. Okay, wir müssen also irgendwie gucken, dass wir nach oben kommen. Vielleicht kommen wir... Ah, da nach oben könnte man kommen. Pass mal auf. Also... So, einmal.
Nö. So, hoch und zack. Ah, warte mal. Vielleicht müssen wir so, hier uns jetzt auf den Cube stellen. So. Genau, jetzt sind wir hier oben. So kommen wir doch mal schön voran. Das ist gut. Ja. Hier kommt man auch schön hin. Aber wie kommen wir da nach oben, nach da drüben? Das ist jetzt noch so ein bisschen die Frage. Ach, guck mal, da oben sehe ich Goldmünzen. Wir müssen aber immer noch unseren Cousin rauskriegen. So, die Frage ist, kommt das Ding bis nach da drüben? Ja. So, sehr schön. Wir sind hier drüben angekommen. Das kann ich nicht kaputt machen, aber ich kann hier runterhüpfen. Ah, das ist klar. Dann sind wir wieder draußen. Haben wir hier hinten noch was? Man muss ja alle Ecken und Winkel mal anschauen, weil wir haben ja schon festgestellt, dass da ganz häufig irgendwelche, ja, Kisten versteckt sind oder sonst irgendwas. Und hier haben wir noch ein paar Äpfel, die können wir futtern und das ist ganz schön. Ah, hier haben wir wieder was zum Zerleuchten. Was haben wir hier? Zack. Ui. Oh, da sind wir ja schön weit oben gelandet. Was haben wir hier? Nix. Okidoki, alles klar. Was haben wir da noch? Also da haben wir hier ein paar Münzen. Was haben wir da hinten? Ach, da sind wir hier oberhalb. Sehe ich hier was? Okay, das hängt so ein bisschen. Ich porte mich da mal nicht rein, weil ich dem Ganzen nicht traue. So. So, jetzt haben wir hier noch was gefunden. Und dann sind wir hier oben bei der Kerze. Ah, da drüben ist noch eine Geheimtruhe. Ah, da können wir nochmal gucken, ob wir da irgendwo hinkommen. So. Zack. Kommst du drüben an? Nein. Nicht im Ansatz. Aber wir könnten so hochkommen. Halt. Man muss schon richtig schmeißen. Na komm. So, jetzt sind wir oben angekommen. Jetzt, da können wir noch versuchen, da hier nach drüben zu kommen. Hey, hopp. Jawohl, dann sind wir da. So, was haben wir hier? Kombo-Schaden plus 25. Der Kombo-Schaden deines Blasters ist jetzt 25 höher. Das ist eine geile Sache. Also wenn ich hier diese Kugeln, das war das, wenn ich die Kugeln platzen lasse, macht es nicht mehr nur 100, sondern 125. Und das ist doch schön. So. Kommen wir so hier wieder raus. Und dann kommen wir so nach da drüben. Genau. Da oben habe ich noch gesehen, waren wir noch... Verdammt. Da sind wir runtergefallen. Egal, aber wir können uns ja einfach hier hochschießen lassen. Zack. So, jetzt sind wir ganz oben. Aber ich wollte ja eigentlich noch eins tiefer hier die Münzen sammeln. Weil man weiß ja nie, wie man das Geld gebrauchen kann, ne? Da haben wir noch. So. Dann nach oben. Zack. Einmal. Und das ist echt cool mit diesem Porter hier. So. Kommen wir da nach oben? Nee, kommen wir nicht. Ich glaube, zu hoch. Oder kommen wir hier mit dem Cube nach oben? Zack. Nee, kommen wir nicht. Alles klar, aber wir kommen nach da drüben. Das ist viel geiler als hier einfach nur ein Doppel-Dreifach-Sprung. Sondern ich kann mich halt direkt einfach porten. Ah, guck mal, was wir hier haben. Da haben wir den Schlüssel. So. Genau, ach, da hinten war das, genau. So, zack, zack. Und dann haben wir das auch gemacht. Lieber Cousin, komm doch mal mit. Ja, ja, danke, danke. So, jetzt lauf mal weiter. Wahrscheinlich müssen wir eh gleich kämpfen. Und du machst dir in die Hose. Nö, er läuft aber ganz zügig weiter. Also dafür, dass er eigentlich ein Schisser ist, läuft er ganz zügig. So, was haben wir hier hinten? Ui, was haben wir denn da? Da war ich ja noch gar nicht. Ich habe noch gar nicht geguckt. Okay. Laufen nervös hin und her, bis du die Tür geöffnet hast. Okay, alles klar. Gut, okay, hier ist nass. Das heißt, wir kriegen hier eine Karotte. So, dann kriegen wir... Bleibst du da, Karotte?
Damit müssen wir nämlich hier das Ding ins Orange machen. So. Kann ich jetzt drücken? So. Alles klar. Damit kann ich theoretisch orange werden, wäre das Ding hier dicht. Ergo müssen wir das Ding irgendwie ausschalten. Alles klar. Den muss ich da hier reinlaufen lassen, dass er orange wird. Weil ich glaube, wenn ich ihn einfach nur hier... So, komm, hier nochmal Karotte. Komm mal her, Freundchen. So. Komm her. So. Genau, das passt also nicht. Der wird einfach nur hier wieder normal. So, wer bist du? Ich habe gerade diesen Prototyp für ein Warnsystem installiert. Platziere eine Lampe in der Box, um das Paniklevel einzustellen. Was? Gerade keine Garotte in der grünen Box. Was für eine grüne Box? Achso, in der grünen Box. Okay, alles klar. Gut, das war falsch. So. Das funktioniert nicht. Also wir müssen uns irgendwie orange machen. Die Frage ist nur, wie kriege ich das Wasser hier abgestellt? Kriege ich das überhaupt abgestellt? Da haben wir noch was, was wir dann durchbrennen können. Vermutlich kriegen wir da noch irgendetwas raus. Ja, wir haben nur dummerweise gerade kein Feuer da. Oder haben wir ein Feuer da? Warte mal, pass mal auf. Wir gehen hier nach oben. So, zack. Ah, okay, das ist hier generell einfach nur eingepackt. Aber wir haben hier nichts mit Feuer da. Zumindest nichts, wo ich jetzt sehen würde, dass wir damit entzünden könnten. Oder können wir... Warte mal, pass mal auf. Die Kerze da unten an. Ja, die ist an. Nee, ist nicht an. Ja, haha, toll. Okay, geht das damit? Ja, damit kriege ich es an. So. Müssen wir ein bisschen zielen. Kommen wir so da durch. Jawohl. Das müsste hinhauen. Na toll, so war das nicht gemeint. Aber dann kommen wir zumindest von so hier hin. So, pass mal auf. So, zack. Halt, zu tief. So, jetzt. Ja, zu hoch, nicht zu tief. Jetzt hat irgendwas angezündet. So. Was haben wir jetzt hier? Secret Area. Ja, schön. Wir haben ein bisschen Goldmünzen gekriegt. Aber das bringt uns keinen Deut weiter hier mit dieser Angelegenheit. Kann ich die Bäume anzünden und dann hier quasi... Pass mal auf. Mein Gedanke ist, dass wir dann vielleicht hier das Wasser irgendwie verdampfen lassen können. Kann ich damit einen Baum anzünden. Erstmal testen. Nö, kann ich nicht. Also, ich habe ihn zumindest jetzt nicht getroffen. Nö, gut, okay, das funktioniert nicht. Schade, mein Gedanke war, dass ich jetzt vielleicht den Baum anzünden kann, um dann hier das Ding hier quasi, ja, abzulöschen. Aber da können wir nichts machen. Wie also kriege ich dieses Wasser hier weg? Gehen wir nochmal nach oben. Ja, nicht runterfallen. Nach oben nochmal, bitteschön, dankeschön. So, das Ganze geht hier in den Ding rein. In den Berg. Wir machen uns hier nochmal um. Vielleicht haben wir hier noch irgendwo einen Stein, den wir aufkloppen können. Nö. Alles klar, wir müssen also irgendwie hier... Genau, das ist das Warnsystem. Das muss orange sein, dass der da durchgeht. Und der hat gesagt... Ja, platziere eine Lampe in der Box, um das Paniklevel einzustellen. Eine Lampe in der Box.
Was für eine Lampe, in welcher Box? Hör mal auf, wir holen uns jetzt hier nochmal eine Karotte. So. Und gib mal die Karotte her. Kann ich dich da reinschmeißen? Weiß ich nicht. Nö, das funktioniert nicht. Huch. Jetzt hat er mir die Karotte geklaut. Er hat die Karotte geklaut. Das ist so ein Sausack. Okay, alles klar. Wir müssen also noch irgendwie versuchen, ihn hier orange zu kriegen. Ohne dabei, dass er nass wird. Ja, das ist dann aber jetzt, finde ich, eine Aufgabe für die nächste Folge. Und ja, schau mich nicht so an mit deinen traurigen Augen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, Freunde. Tschüss, ciao, euer Captain Kirk.